war's. Wir sind fast fertig. Vielen Dank. Keine Ursache. Was zum Teufel war denn das? Der Transformator. Die Schutzeinrichtungen sind überlastet. Verschwinde hier! Der Flüchtige ist in den Wald gerannt. Ein 1023 zu Fuß. Brauchen Verstärkung. 1018. Hubschrauberunterstützung. Weitere Verstärkung an Boden- und Hundestaffel. 1017, der Hubschrauber ist in der Luft und wird in wenigen Minuten da sein. Hundestaffel ist informiert und auf dem Weg zu Ihnen. Senator Ben Arnold gibt Kandidatur bekannt. Einheit 32, 1017. Ich habe hier einen häuslichen Streit. Fahren Sie zu Highland Road 1601, Q2. Er ist durchgedreht. Mein Mann! Wir saßen gerade beim Frühstück, okay, als er plötzlich anfing zu schreien und nicht mehr aufgehört hat. Okay, ganz ruhig. Wie heißen Sie, Ma'am? Elaine Lipman. Mrs. Lipman, haben Sie was getrunken? Nein. Nein? Okay, schon gut. Jetzt hören Sie mal, wir werden uns schon drum kümmern. Warten Sie da drüben beim Wagen. Nein, Sie beruhigen Sie sich, Ma'am. Schon gut, wir kümmern uns um alles, okay? Bitte, bitte, also, Mrs. Lipman, wie heißt denn Ihr Mann? Mr. Lipman.
Ich werde hinten rumgehen. Okay. Mr. Lipman, hören Sie! Detective Adams! Warum kommen Sie nicht raus und unterhalten sich mit mir? Mr. Lipman? Mr. Lipman! Beruhigen Sie sich nicht erstmal, Mr. Lipman. Ich möchte nur kurz mit Ihnen reden. Legen Sie einfach das Gewehr weg und bleiben Sie ganz ruhig, okay? Sie verstehen das nicht! Mr. Lipman! Es ist vorbei! Los, runter mit dir! Sam, nimm das Gewehr! Hören Sam, Sie. Hol das Gewehr! Nimm das Gewehr! Hoch mit Ihnen, stehen Sie auf! Ach, das war ein guter Schuss, Sam. Das ist ja wirklich eine gefährliche Veranda-Lampe. London Bridge is falling down! It's falling down! Mami, darf ich ein bisschen Fahrrad fahren? Ja, mein Schatz. Aber nur bis zum Ende der Straße, nicht weiter, okay? Was ist, Liebling? Mami! Was ist denn, Tammy? Tammy? Schatz! Tammy? Tammy! 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 Liebling? Tammy, wo bist du? Antworte mir! Ich habe im Spiel heute 20 Dollar verloren. Hey, Revolverheld! Das ist mich nicht. Viel Glück da drin, Sam. Ja, komm rein. Ich habe hier Chips Bericht. Du hattest Glück. Wir müssen dein Gehirn nicht auf Mr. Lipmans Fußabtreter zusammenfegen. Ich bin gestolpert. Sam zog seine Waffe, verlor das Gleichgewicht, gab aus 3 Meter Entfernung einen Schuss ab, der den Angreifer verfehlte, nicht jedoch die Verandalampe. Hat er auch erwähnt, dass eine Schrotflinte auf mich gerichtet war? Hör mal, niemand erwartet von dir, dass du die Welt rettest. Aber du musst in der Lage sein, dich selbst zu schützen oder deinen Partner oder wer sich sonst noch gerade auf dich verlässt. Vielleicht wird es Zeit, mal über eine Veränderung nachzudenken. Dein Onkel könnte vielleicht seine Beziehung spielen lassen und du könntest zum Secret Service oder ähnliches. Ich bin Detective. Und kein Sicherheitsfritze. Du bist ein guter Detective, einer meiner Besten. Aber du bist nicht mehr der alte Sam. Nicht seit dem Bess. Sheriff, es tut mir sehr leid, dass ich Sie unterbrechen muss, aber wir versuchen da draußen gerade eine Situation unter Kontrolle zu bringen. Ihre Hilfs-Sheriffs wuseln da draußen herum und ob es Ihnen nun passt oder nicht, das fällt jetzt in meinen Zuständigkeitsbereich. Das ist mein Straftäter. Aber es wurde ein Bewohner meines Amtsbezirks entführt und das macht die Sache zu meiner Angelegenheit. Wieso diese Aufregung? Außerhalb der Stadt ist heute Morgen ein kleines Mädchen gekidnappt worden. Agent Naples glaubt, der Entführer wäre sein Mann. Ein gesuchter Verbrecher, Mitglied irgendeiner durchgeknallten Milizgruppe oder so. Sie beide kennen sich doch, oder? Wir unterhalten uns später weiter. Und über meinen Vorschlag denkt nach. Agent Naples. Sie sind Sam... Adams. Natürlich, natürlich. Ich kann mich noch an Ihre Frau erinnern. Das war ungefähr vor 3 oder 4 Jahren, oder? Zufällig ist es heute genau 4 Jahre her. Richtig. Tut mir leid. Wir können nicht alle Fälle lösen, nicht wahr? Ja, den auf jeden Fall nicht. Nein. Und das Schlimmste daran ist die Ungewissheit. Ich werde erwartet. Sam, ich brauche einen Freiwilligen. Mein Straßenräuber ist verduftet. Kann ich dich einen Augenblick ausleihen? Ladies, ich möchte Ihnen Sam Adams vorstellen, einen langjährigen Freund. Er sieht doch wie ein gemeiner Angreifer aus, oder nicht? Hallo.
Also, die meisten Menschen glauben, dass eine Pistole die beste Waffe zur Selbstverteidigung ist. Da liegen Sie falsch. Naja, Sie könnten schon recht haben. Das heißt, wenn man eine Pistole hat oder an eine herankommt und sie richtig handhabt. Tja, also wenn Sie sich ganz in der Nähe eines Täters befinden, kann Ihr Körper viel effektiver und auch viel genauer sein. Alles klar? Okay. Alles klar, Sam? Greif an. Leg los. Los. Na komm schon, mein Großer, los geht's. Mach ich fertig, Mädchen. Jetzt gleich? Worauf wartest du denn? Hast du Angst, mir weh zu tun? Ja. Mach schon. Ja! Ja! Dass ich das tun musste, meine Kleine. Ich hatte keine andere Wahl. Was denn? Klaust du jetzt schon Spielsachen? Wo hast du die denn her? Zeig mir, wo du sie her hast. Zeig mir, wo du sie her hast. Los, nun zeig mir's schon. Braver Hund. Braver Hund, Jefferson. Es wird alles gut. Hey, Jefferson. Los, komm. Das ist ein gutes Gefühl, Sam. Wirklich gut. Erzählen Sie von Ihrer Milizgruppe, Raymond. Und was hat sie mit der Entführung eines Mädchens zu tun? Ich habe sie laufen lassen. An einem sicheren Ort. Das Gericht wird das berücksichtigen, davon können Sie ausgehen. Ebenso wie die Anklage wegen Waffenbesitzes. Aber das sollten Sie auch wissen, Raymond. Ich bin hier der einzige Typ, der Ihnen möglicherweise helfen kann. Das Problem ist nur,
dass ich gar nichts für Sie tun kann, solange Sie mir nicht den genauen Standort des Hauptquartiers der Miliz verraten. Ja, Raymond, wir kennen Sie. Warum erzählen Sie ihnen nicht, wer Sie sind? Und was Sie mir angetan haben? Erzählen Sie ihnen von den Nadeln, von den Entführungen und den Implantaten. Hey, zeigen Sie ihnen Ihre Narbe. Ich werde Ihnen meine zeigen. Ja, Vollmond. Ja. Was ist aus der Ausrüstung geworden, die Sie uns gestohlen haben, Raymond? Hat Bigfoot Sie? Bigfoot lebt im Nordwesten. Wer weiß noch davon, Raymond? Hören Sie mir zu. Wer weiß noch davon? Sie sind überall. Wir haben keine Zeit mehr. Wer weiß es noch, Raymond? Sie müssen mir zuhören. Wer weiß es sonst noch, Raymond? Oh, irgendjemand. Ich glaub das einfach nicht. Hey, Adams. Kannst du dich mal um die Lady hier draußen kümmern? Ich habe einen Notruf. Sie aufzuhalten. Ich höre, Raymond. Geh schon. Ich sag dir Bescheid, wenn er nach Hause telefonieren will. Hören Sie mir zu. Hallo, ich bin Detective Adams. Kann ich Ihnen helfen? Das will ich hoffen, Detective. Ich muss Ihnen etwas sehr Wichtiges mitteilen. Okay. Das war ein UFO, nicht wahr? Das Ding, das ich neulich nachts sah. Sind Sie uns freundlich gesinnt? Mrs. Darlington. Darlington. Darlene Darlington. Und ich weiß, was ich gesehen habe. Diese beiden netten Jungs, die das Licht repariert haben, haben es auch gesehen. Und der, wer auch immer es war, den die Polizei gejagt hat, ich wette, der hat es auch gesehen. Es flog genau über unsere Köpfe weg. Ich möchte beschützt werden. Ich möchte wissen, ob wir in Gefahr sind. Okay. Mrs. Darlington, es existieren keine UFOs. Und was macht Sie da so verdammt sicher? Der gesunde Menschenverstand. Ha. Kennen Sie jemanden mit gesundem Menschenverstand? Sie können uns das nicht verheimlichen. Das steht doch ganz genau in der Verfassung. Das ist doch wohl noch ein freies Land, in dem wir leben, oder? Ja. Leben wir in Sicherheit? Ja. Ja, das tun wir. Und ich werde Ihnen was sagen. Ich werde mich gleich darum kümmern. Ich brauche hier nur noch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer. Vielen Dank. Gern geschehen. Danke. Ich werde auf Ihren Anruf warten, Detective. Okay. Wiedersehen. Hallo. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Nein, nein. Ah, gut, Ihre Puppe. Ich dachte, dass sie ihr vielleicht fehlt. Wow, das kann man wohl sagen. Ja. Möchten Sie vielleicht reinkommen? Ich möchte Sie nicht stören. Sie stören überhaupt nicht. Ich mache Sie einen Kaffee. Ja, das wäre nett. Schön. Ich habe nur Pulverkaffee. Ist das okay? Ja, alles, was ich esse, ist in Pulverform. Kaffee auch. Ich bin in den letzten paar Tagen fast verrückt geworden. Ärzte, Reporter, das FBI war hier. Sie haben das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Ob dieser Kerl Tammy irgendwas gegeben hat, wollten sie wissen. Aber etwas erzählen über ihn wollten sie nicht. Tammy wollte gar nicht mit ihnen reden. Sie schien Angst zu haben oder so. Ja, ich hatte auch schon mal mit dem FBI zu tun. Glauben Sie mir, die hätten alle in Betragen eine 6 gekriegt. Naja, ich habe mich inzwischen schon 1000 Mal bei Ihnen bedankt. Ich tu's noch mal. Habe ich gern gemacht. Haben Sie Zucker? Oh, tut mir furchtbar leid. Ist schon okay. Wie geht es, Tammy? Es geht ihr gut, ich fürchte. Ihre Mutter hatte größere Angst als sie selbst. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ich sie nicht zurückbekommen hätte. Hm.
Meine Frau ist vor 4 Jahren auf dem Weg zu ihren Eltern in Chicago verschwunden. Wir haben den Wagen gefunden, aber sonst nicht viel. Keine Anzeichen von einem Kampf, kein... Ich habe viel Zeit mit der Suche verbracht. Jede Spur... Das tut mir sehr leid. Aber ich kann Ihnen sagen, als ich... Ihre kleine Tochter dort liegen sah und wusste, dass ihr nichts geschehen war, dachte ich als erstes an Sie. An mich? Ich wusste, dass Sie jetzt die Möglichkeit haben, zu spüren, wie der Schmerz weggeht. Wie heißen Sie mit Vornamen? Man hat mir nie Ihren Vornamen genannt. Sam. Sam. Vielen Dank, Sam. 1002. Möchten Sie Tammy nicht die Puppe geben? Das würde ich gerne. Okay. Liebling? Emmett, mein Freund, komm, tanz mit mir. Beide Hände reiche ich dir. Einmal hin, einmal her, ringsherum, das ist nicht schwer. Schätzchen, was tust du da? Das ist für Emmett. Ich muss ihn doch finden, Mama, ehe es zu spät ist. Und wer ist Emmett? Der Anführer der Patrioten in Sektion 238. Der Patrioten in Sektion 238? Er braucht mich, damit er erfährt, wann und wo sie genau ankommen. Wer kommt denn, Tammy? Tammy? Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben stehen die Sterne, hier unten leuchten wir. Sie kommen von den Sternen, um die Milchstraße zu erobern. La bimmel, la bammel, la boom. Kein Eintrag? Agent Naples. Was kann ich für Sie tun, Detective? Naja, dieser Raymond-Typ. Ich wollte vorhin kurz mit ihm sprechen, aber... Ihre Jungs lassen niemanden zu ihm. Das ist richtig. Tja, wenn er ein gesuchter Straftäter ist, wie kommt es dann, dass ich seine Fingerabdrücke nicht in der Datenbank finde? Das weiß ich leider auch nicht. Aber liegt das nicht ein wenig außerhalb Ihres Aufgabenbereichs, Detective? Ich suche nur nach Antworten. Das tun wir auch. Sobald wir unsere gefunden haben, erhalten Sie auch Ihre. Ich habe schreckliche Angst, Sam. Ununterbrochen sagt sie durcheinander geratene Kinderreime auf. Ich kenne niemanden, der Emmett heißt. Und ich wüsste nicht, dass sie jemanden kennt mit diesem Namen. Was meint denn der Arzt dazu? Posttraumatischer Stress. Sie hat ein Medikament gekriegt und sie wollen, dass ich sie ein paar Tage nicht in die Schule schicke. Aber keiner kann mir erzählen, dass dies Verhalten normal ist, Sam. Sehen Sie sich doch nur diese Zeichnungen an. Wieso malt Tammy denn so etwas? Malt sie sonst auch Raumschiffe? Nein, sowas hat sie vorher noch nie gemacht. Wissen Sie, ich war heute Morgen bei einigen verlassenen Hangars und da drin befand sich etwas, das... Wie ein Raumschiff aussah? Das würde ich nicht gerade sagen, aber es sah auf jeden Fall nicht wie ein Flugzeug aus, soweit ich mich auskenne.
Ich habe mich für morgen verabredet. Man kann uns vielleicht helfen oder Informationen geben. Großartig. Können Sie Tammy aus der Sache raushalten? Ich möchte nicht, dass sie in einer Talkshow auftritt. Ja, kein Problem. Hätten Sie etwas dagegen? Tut mir leid. Entschuldigung. Ich tollpatsch. Entschuldigen Sie. Oh. Hätten Sie was dagegen, wenn ich die mitnehme? Nein, gar nicht. Nehmen Sie sie mit. Sam, dieser Freund von Ihnen, können Sie ihm vertrauen? Ja, er ist mein Onkel. Vielen Dank fürs Essen. Hab ich gern gemacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ben! Sammy! Wie geht's dir, mein Freund? Wie geht's dir? Was machst du hier so unerwartet? Junge, es ist schon verdammt lange her, was? 2 Jahre. 2 Jahre? Sind das ja, wirklich zwei schon Jahre. 2 Jahre? Du meine Güte. Weißt du, ich musste gerade auf dem Flug hierher an dich denken. Ich hatte einen wunderbaren Blick auf die Berge, wo wir immer zusammen kampiert haben. Erinnerst du dich? Ja, sicher. Oh, das fehlt mir so. Du siehst gut aus. Wie geht's dir? Großartig. Und Beth? Hat sich in Bezug auf Beth noch was ergeben? Nein. Nein. Junge, schön, dich zu sehen. Was treibt dich hierher? Senator, entschuldigen Sie. Ja? Ihr Auftritt ist in 2 Minuten. Okay, ich beeile mich. Ich weiß, dass du beschäftigt bist. Das ist schon okay. Ist schon okay. Was ist denn los? Ich wollte dich gern um einen Gefallen bitten. Ja? Tja, vor ein paar Tagen ist ein kleines Mädchen entführt worden und das FBI schweigt sich über den Kidnapper aus. Ich habe mal nachgeforscht und ich kann nichts finden. Keine Fingerabdrücke, kein Vorstrafenregister. Es ist fast so, als ob dieser Typ nie existiert hätte. Ja, und wie kann ich dir dabei helfen? Naja, ich weiß, dass du damals, als Beth verschwunden ist, ein bisschen Druck auf das FBI ausgeübt hast, um die Dinge ins Rollen zu bringen. Und aus dem gleichen Grund bin ich jetzt hier. Tja. Das Problem ist nur, dass ich nicht weiß, ob ich das nochmal machen kann, Sam. Wir stehen im Augenblick. Sind wir fertig? Ja. Ein wenig unter Kontrolle und jetzt mitten im Wahlkampf ja. sehe das vielleicht nicht so ja, gut aus. Verstehe. Aber ich sehe zu, was ich für dich tun ja, kann, okay? Alles klar. Und würdest du mir einen Gefallen tun? Jeden. Was denn? Kommst du mich mal in Washington besuchen? Mach ich. Vielleicht können wir uns ein Spiel der Redskins ansehen. Alles klar. Ha? Abgemacht? Ja. Okay, pass auf dich auf. Du auch. Okay. Noch eine letzte ja? Sache, Ben. Weißt du zufällig, ob das Militär in diesem Gebiet irgendwelche Testflüge durchführt? Hier in der Gegend? Ja. Kampfflugzeuge, Raketen, irgendetwas, warum die Leute merkwürdige Dinge am Himmel sehen könnten? Merkwürdige Dinge am Himmel? Sammy, nicht, dass ich wüsste. Aber wenn ich irgendwas höre, sage ich Bescheid. Gut. Okay, eigenartige Dinge am Danke. Himmel. Pass auf dich auf. Alles klar. Viel Glück. Willst du das wirklich tun? Oh ja. Ganz sicher. Das FBI ist ziemlich gut im Zurückverfolgen. Da gehen wir ein hohes Risiko ein, Sam. Ich liebe hohe Risiken. Okay, wenn wir auf Schlittschuhen über dünnes Eis gleiten, liegt die Sicherheit in der Geschwindigkeit. Ralph Waldo Emerson, also beeilen wir uns. Wie heißt dein Mann? Naples. N-A-P-L-E-S. Alles klar. Okay. Wow. Er zieht viel umher. Hat das FBI für ein paar Jahre verlassen. Mir sieht das nach einer allgemein zugänglichen Datenbank aus. Biografien, nichts Handfestes. Ich glaube, das ist alles, was wir bekommen werden. Hast du ihn mit einem Laptop arbeiten sehen? Ich habe ihn mit einem dieser kleinen Handdinger gesehen. Handdinger? Naja, du weißt schon, solche mit einem Stift. Personal Organizer. Genau. Kommst du da rein? Möglicherweise. Wirklich? Bei manchen neuen Geräten sind Funkmodems für E-Mail eingebaut. Damit kann man senden und faxen wie mit einem Laptop. Hast du eine Handynummer von ihm? Nein. Wie wär's hiermit? Das ist eine Liste von allen, die am Fall Tammy McAfee arbeiten. Naples, Naples, Naples. Pieper oder Fax? Ich versuche es mit dem Fax. Okay. Okay. Online. Was passiert jetzt? Warte eine Sekunde, er ist gerade am Downloaden. Okay, wir sind drin. Komm schon. Genau das da. Persönliche Dokumente? Ja, zeig mir das persönliche Verzeichnis. Diese Datei. Gib mir die Sektion 238. Okay. Mach schon. Staatliche Elektrizitätsgesellschaft Illinois. Paul Jackson, Jensen Wendt.
Oh, oh, er weiß, dass wir drin sind. Er verfolgt unseren Anruf zurück. Ich muss raus. Nein, 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 geh nicht raus. Druck ist aus. Er wird uns finden. Druck ist aus. Dieser Drucker ist uralt. Er wird uns schnappen. Sam, ich geh raus. Nein, hilf mir. Ich muss Schluss machen. Nein, rühr die Taste jetzt nicht an. Gib mir noch 5 Sekunden, 2 Sekunden. Ich bin raus. Schalt ihn aus. Ich hab's. Wo gehst du hin? Die erste und einfachste Gefühlsregung des menschlichen Verstandes ist die Neugier. Edmund Burke. Ja, und zu viel Neugier kann tödlich sein. Nils, ich werde eine Weile weg sein. Nimm alle Nachrichten für mich entgegen. Das habe ich ganz in der Nähe von der Stelle gefunden, wo man das McAfee-Mädchen entdeckt hat. Er muss die Codes in ihrem Kopf gespeichert haben. Vielen Dank. Das war sehr clever, Raymond. Ja. Leb wohl. Hallo? Mrs. Darlington. Oh, nicht doch. Noch einen Schritt weiter und ich werde aus Ihnen ein Sieb machen. Warum beruhigen Sie sich nicht erstmal, Mrs. Darlington? Ich bin's, Detective Adams. Wir haben miteinander geredet. Detective Adams? Ja, ich helfe Ihnen auf die Sprünge, UFOs und so. Naja, ich dachte, ich komme mal vorbei, um mit Ihnen über das zu reden, was Sie in jener Nacht gesehen haben. Wieso? Tja, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen verrückt, aber ich habe hier ein paar Bilder mitgebracht, die Sie sich mal ansehen sollten. Wer hat das gemalt? Wo haben Sie das her? Ist es das, was Sie gesehen haben? Mein Gott, genau das habe ich gesehen. Es kam direkt übers Haus geflogen. Wissen Sie, die beiden Jungs konnten es auch sehen. Sie sind umgebracht worden, weil Sie es gesehen haben. Ich bin hier in Gefahr. Also nun mal langsam. Wer wurde hier umgebracht? Die beiden sympathischen Jungs, die die Stromleitung repariert haben. Wo haben Sie denn das gehört? In der Zeitung habe ich das gelesen. Dort stand, es ist ein Unfall gewesen, dass Ihr Laster von der Straße abgekommen ist. Naja, der nächste Unfall werde ich sein. Darauf können Sie wetten. Waren das hier die Jungs, von denen Sie gesprochen haben, Mrs. Darlington? Paul Jackson und Jensen Wendt. So stand es in der Zeitung. Ich bin hier in Gefahr. Sie sagten aber, dass ich hier sicher bin. Mrs. Darlington, Sie sind hier sicher.
Ich habe mit niemandem darüber gesprochen, was Sie mir über jene Nacht erzählt haben. Und zurzeit ist hier der sicherste Ort für Sie, weil ich mit niemandem über unser Geheimnis sprechen werde. Steht mein Name auf der Liste? Nein, 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 Miss Darlington. Hier sehen Sie selber nach. Entschuldigen Sie mich, Mrs. Darlington. Aber Sie können mich doch nicht so zurücklassen! Wir müssen hier sofort weg, Mami. Liebling, bitte lass das. Wir müssen hier weg, Mami. Wir müssen weg. Wohin denn, Schätzchen? Lass sie nicht rein, Mami. Wen soll ich nicht reinlassen? Sie, Tammy, komm her, komm her. Ich will, dass du hier bleibst, okay? Bleib hier stehen, bis ich dich hole. Mrs. McAfee, ich bin Agent Naples vom FBI. Wir müssen uns dringend mit Ihrer Tochter unterhalten. Glauben Sie, dass sich das einrichten lässt? Sicher, aber nicht heute. Es geht ihr nicht besonders gut. Ach, wirklich? Könnten wir sie möglicherweise mal sehen? Ja! Doch gesagt, dass ich sie sehen will! Ja! Oh. Schätzchen? Liebling? Hallo? Na, meine Süße? Ich bin ein guter Freund deiner Mutter. Tja, ich weiß nicht, ob sie es dir schon erzählt hat. Aber du hast etwas, das mir gehört. Und ich bin... Weg von dem Mädchen! Lassen Sie das Mädchen in Ruhe! Sam! Lauf zu deiner Mami, Schätzchen. Sam! Das ist alles in Ordnung. Geh zu deiner Mami. Mami! Lassen Sie die Waffen fallen. Mami, wie geht es dir? Nun machen Sie schon. Sie können mich doch gar nicht treffen, Revolverheld. Ich bin außerhalb Ihrer Schussweite. Fallen lassen! Lauf! Stehen bleiben! Lauf! 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 Sheriff Pierce. Sheriff Pierce? Sam, die Kerle in meinem Haus waren vom FBI. Nein, du darfst ihnen nicht vertrauen. Wer hilft uns? Karen, noch? Das war nicht das FBI und ich habe keine Ahnung, wer es war. Was denn sonst? Ich weiß es nicht. Geh ran. Runter! Beweg dich! Los, los, los! Lass die Waffe fallen, Sam. Chip, was hast du vor? Du weißt ja nicht, mit wem du es zu tun hast. Lass die Waffe fallen, Sam. Was ist dir eigentlich los? Du weißt ja nicht, mit wem du es zu tun hast. Lass die Waffe fallen, Sam. Chip, was machst du denn da? Chip, nimm die Waffe runter. Es ist aus. Komm, Tammy, zieh nicht hin. Okay, Karen. Los, Karen, komm schon. Komm schon. Es wird alles gut. Bitte komm jetzt. Komm schon. Komm. Hören Sie auf, hier so rumzutigern, Mr. Mason. Setzen Sie sich. Ich halte es für erforderlich, dass wir militärische Maßnahmen in Erwägung ziehen, Sir. Steht der Weltuntergang bevor, Mason?
Die höchste Dichte von Implantierten gibt es in einem Gebiet, das Sektion 238 heißt. Eine Invasion würde mit allergrößter Wahrscheinlichkeit in diesem Areal stattfinden. Emmett wird mich kontaktieren, wenn er die Datencodes zurück hat. Offensichtlich sind sie in das Unterbewusstsein des McAfee-Mädchens eingescannt. Wir versuchen natürlich auch, sie zu finden. Emmett ist schwer einzuschätzen und das war er auch schon, als er für die CIA gearbeitet hat. Und seine neue Rolle als Stadtguerilla lässt diesen Bericht noch zweifelhafter erscheinen. Emmett hat schon immer eigenmächtig gehandelt, aber als Berater war er sehr wertvoll. Er hat verschiedene, sehr komplizierte Probleme für uns gelöst. Der James Bond der CIA. Ich werde die volle Verantwortung übernehmen, falls sich seine Informationen als Hirngespinste erweisen sollten. Unsere Quellen haben gewisse Anomalien bestätigt. Anomalien? Uns unbekannte intergalaktische Signale, die ein bestimmtes Muster zu haben scheinen. Intergalaktische Funkstörungen. Guten Tag, Gentlemen. Senator. Wie geht es Ihnen? Senator. Oh, guten Tag. Schön, Sie zu sehen. General. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ich weiß, dass ich etwas spät dran bin, deswegen kommen wir gleich zur Sache. Wir waren uns durchaus bewusst, dass das im Bericht beschriebene Szenario höchst unwahrscheinlich ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber wir haben Vorkehrungen getroffen. Wenn die Datencodes die Lage des Teleports bestätigen, haben wir den Einsatz von taktischen Waffen genehmigt. Teleport? Des Landeplatzes. Falls sich an der Lage irgendetwas ändern sollte, werden wir sofort darüber informiert. Wir haben erfahren, dass Ihr Neffe irgendwie in das Verschwinden des McAfee-Mädchens verwickelt ist. Ich fürchte, dass Sam überhaupt nicht weiß, auf was er sich da eingelassen hat. Eine bedauerliche Situation, aber... Naja, wie auch immer. Oh, Mr. Mason, ich wünsche eine Lagebesprechung, sobald wir die Datencodes wieder haben. Und Sie werden innerhalb von 30 Minuten über meine neue Kontaktnummer informiert. Ja, Senator. Noch irgendwelche Fragen? Nein, Sir. Nein? Okay. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Senator? Okay, passen Sie auf sich auf. Wiedersehen. Senator. An alle Einheiten, die Flüchtigen sind möglicherweise an Objekt 1537 gesichtet worden. Benötigen Verstärkung. Zentrale, hier spricht Einheit 26. Ich befinde mich in der Nähe von Einheit 27. Haben Sie weitere Informationen? Nein, zurzeit liegen uns keine Informationen vor. Bitte halten Sie sich zur Verfügung. Wir melden uns. Commander Fox, Sie wollten mich sprechen? Das einzig Positive an diesem Planeten. Diese Musik. Sagen Sie, was hören Sie am liebsten, Agent Naples? Country und Western. Ich liebe die Songs von Hank Williams. Country und Western? Sir? 30 Jahre sind viel zu lange, um nicht zu Hause zu sein. Bei der Familie. Haben Sie Familie? Nein, Sir. Ich glaube, diese Musik wird meiner gut gefallen. Ja, wenn ich wieder nach Hause zurückkehre, werde ich Ihnen das hier vorspielen. Diesen Mozart. Eins interessiert mich, Agent Naples.
Wie würden Sie Ihre Rolle hier bei uns beschreiben? Verdeckter Agent für Planung und Durchführung der Mission Ziel Erde, Sir. Und fällt in Ihr Ressort auch das Auffinden eines 6-jährigen kleinen Mädchens, dem es vielleicht gelingen könnte, die Invasion einer Zivilisation zu verhindern, die Ihrer Entwicklung um 200 Lichtjahre voraus ist? Ich werde Sie finden, Sir, aber ich bitte Sie um Aktivierung der restlichen Implantierten in Sektion 238. Diese Operation verläuft nach einem sehr genauen Zeitplan. Das Aktivieren der restlichen Implantierten könnte zu einer weltweiten Panik führen. Das würde unsere Invasion ungleich schwieriger gestalten, oder? Ja, Sir. Diese Datencodes, Sie müssen sie für mich wiederbekommen, bevor sie allgemein bekannt werden. Das werde ich. Agent Naples! Sir? Hank Williams, Sir. Hank Williams. Vielen Dank. Polizist dreht durch drei Tote. Er steht unter dem Verdacht, gestern Abend in seinem Haus zwei FBI-Agenten und einen Beamten des Sheriff-Büros erschossen und zwei weitere verletzt zu haben. Laut Aussagen von Sheriff Pierce konzentriert sich die Suche auf ein Gebiet von 30 Meilen im Umkreis. An allen wichtigen Highways, die aus der Stadt hinausführen, sind Straßen gesperrt. Sheriff Pierce erscheint Samuel Adams für die Morde verantwortlich zu sein. Über das Motiv ist bisher noch nichts bekannt. Adams ist bewaffnet und gilt als äußerst gefährlich. Jeder, der irgendwelche Angaben zu dem Fall macht, wird umgehend in die Sheriff-Büro-Verbindung setzen. Madeline! Warte, warte, Madeline! Die Hände hoch, Sam! Die Hände hoch! Madeline, hör mir einfach zu. Was hast du hier zu suchen? Was ist eigentlich los mit dir? Du hast einen Polizisten ermordet. Das war Notwehr. Die wollten uns umbringen, Madeline. Chip war mein Freund, Sam. Er war mein Partner, Madeline. Du musst mir glauben. Kommen Sie nicht näher. Er vertraut niemandem außer Ihnen. Bitte. Ich weiß, wie es aussieht, aber ich bin kein Polizistenmörder. Okay? Ich weiß absolut nicht, was hier vor sich geht. Aber ich bin nicht verrückt. Ich bin nur hier, weil ich deine Hilfe brauche. Du bleibst da stehen. Sie auch! Madeline, sieh mich an. Du kennst mich. In der Zeitung haben sie geschrieben, dass man dich nur vernehmen wollte. Sie lügen. Und dass es überhaupt keinen Grund dafür gab, dass du das Feuer eröffnet hast. Sie lügen. Hoppe, hoppe, Reiter. Wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in den Sumpf, macht der Reiter Plumps. Alle Minutemen und Emmets ganze Pferde konnten ihn nicht zusammensetzen auf der Erde. Tammy, du musst mir helfen. Wer ist Emmett? 1, 2, den Schuh schnall mir zu. 3, 4, sie kommen an deine Tür. Nanu, 5, 6, sammel Stöcke auf. 7, 8, früh oder spät, Nachrichten zuhauf. Vielleicht hat man sie einer Gehirnwäsche unterzogen oder so. Vielleicht weiß dieser Emmett, wer auch immer das ist, warum sie meiner Tochter das angetan haben. 1, 2, mein Schuh schnall mir zu. 3, 4... Sie kommen an deine Tür. 5, 6, sammel Stöcke auf. 7, 8, früh oder spät, Nachrichten zuhauf. Wer kommt denn an die Tür und überbringt die Nachrichten? Ein Postbote. Oder ein Kurierdienst. Gibt's bei Ihnen einen Emmett? Bleiben Sie bitte dran. Wer spricht da? Ich möchte mit Emmett sprechen. Wer spricht da? FBI. Wer sind Sie? Deputy Chandler? In den Keller. Vorsicht! Ja. Deputy Chandler, wir haben Grund zu der Annahme, dass sich Sam Adams in der Nähe aufhält und vielleicht sogar die Hilfe eines Freundes sucht. Wir sehen uns mal Ihr Haus an. Ich habe ihn nicht gesehen. Ein hübsches Haus, Deputy.
Haben Sie Kinder, Deputy? Aus der Oak Street 1921. Bist du sicher, dass es Adams war? Laut Polizeifunk ist er hier in der Gegend gesehen worden. Sieht so aus, als hätten sie Besuch. Los, fahren wir hinten rum, Remo. Da vorne sind sie. Vorsicht, halt, halt, halt. Samuel Adams, steigen Sie ein. Emmett? Was ist Emmett? Das ist Emmett. Kommt, kommt schon. Ist okay. Komm schon, kommt rein. Passt auf, passt auf. Los geht's. Los, macht schon. Los, los, fahr los. Hallo, Anne. Hallo, Kleine. Fassen Sie das Mädchen nicht an. Erst als Naples anfing, sie zu jagen, wurde uns klar, dass Raynor das Mädchen benutzt hat. Hätten wir das früher gewusst, hätten wir sie schützen können. Sind Sie Emmett? Ja, Ma'am. Darf ich Ihnen Allison und Remo vorstellen? Er freut, Sie kennenzulernen. Was zum Teufel geht hier eigentlich vor sich? Die Leute, die hinter Ihnen her sind, Sam, nennen wir Implantierte. Früher waren Sie mal genauso wie wir, doch eines Tages wusch, weg. Nur ein Foto auf einem vermissten Plakat zeigt, dass Sie mal existiert haben. Wissen Sie, jedes Jahr behaupten Hunderte von Menschen, sie seien entführt worden. Die meisten dieser Leute sind verrückt, aber bei weitem nicht alle. Was meinen Sie mit entführt? Entführt. Sie wissen schon. Außerirdische. Was ist denn los? Sehen Sie keine Talkshows? Nein. Ich auch nicht. Und ich spreche hier auch nicht von kleinen, niedlichen ETs. Sie entführen sie schon seit Jahren. Sie setzen ihnen ein Implantat ein, ein organisches. Die meisten sterben daran. Ein paar Glückliche sind dagegen immun. Man muss ein starkes Immunsystem haben, um zu widerstehen. Stimmt's, Mami? Wir haben uns noch nie angepasst. Die paar Glücklichen, die widerstehen können, wissen nicht mal, dass sie Implantierte sind. So lange, bis sie aktiviert werden, nachdem sie heimlich in die Gesellschaft eingeschleust wurden. Sie sitzen dann in Machtpositionen. Polizisten, Politiker, Richter. FBI, überall, es könnte jeder sein. Ihr Nachbar, Ihr Onkel, Sie alle stehen bereit, um alles unter Kontrolle zu bringen, damit das Land funktioniert, wenn Ihre Freunde ankommen. Das ist unser Hauptquartier. Mit unseren Telefonleitungen haben wir einen Kurierdienst angezapft. Das ist im Augenblick unsere Tarnung. Wir ziehen häufig um. Okay. Das ist nett. Gute Arbeit, Cowboy. Remo, Sir. Hol mal etwas Papier für Tanner. Alles klar, hier. Hier, bitteschön, Kleine. Was haben Sie mit ihr vor? Wir werden jetzt alles downloaden, was Raymond ihr in den Kopf gestopft hat. Hören Sie, ich verspreche Ihnen, dass es ihr nicht wehtun wird. Sie werden Ihre Tochter zurückkriegen, als wäre all das hier nicht passiert. Das sind Binärcodes. Die Bausteine der modernen Zivilisation. Wir wollen uns das mal ansehen. Das sieht nicht gut aus. Was haben Sie denn da drin? Mein Wohnzimmerfenster. Ha. Also, Sie alle sind angeblich von Außerirdischen entführt worden, ja? Ja. Genau so, wie man es in der Boulevardpresse lesen kann. Ich war gerade auf dem Weg zu meinen Eltern, als ich einen Schatten sah, der die Sterne verdunkelte. Mein Auto blieb stehen. Dann war da dieses gleißende Licht. Und offensichtlich fanden sie mich interessant. Denn bevor ich überhaupt begriff, was geschah, schwebte ich schon davon.
Dann befand ich mich auf ihrem Schiff, an einen Tisch geschnallt. Ich wollte schreien, aber kriegte keinen Laut heraus. Und ich konnte das alles fühlen, wie sie mich stachen, das Schneiden und das Brennen. Und ich dachte, dass es nie enden würde. Und dann endlich setzten sie mich am Straßenrand ab. Ich versuchte, allen zu erzählen, was geschehen war, aber sie hielten mich nur für verrückt. Und ich glaube, ich tat das auch. Bis ich Remo traf. Alles wird wieder gut. Wir müssen an die kommende Generation denken, Samuel. Das stimmt. Irgendein armer Kerl sitzt gerade mit seiner Familie zu Hause und weiß nicht mal, dass er implantiert ist, bis man ihn plötzlich aktiviert. Ganz still schließt er sich den anderen Implantierten an. Außer wenn er nicht richtig funktioniert. In dem Fall wird er wahnsinnig. Das Verfahren ist noch nicht hundertprozentig ausgereift. Es gibt verschiedene Grade der Unterwürfigkeit. Einige der Implantierten arbeiten bei höchsten Regierungsstellen. Die benehmen sich fast ganz normal. Und dann gibt es da noch die Kamikazes, die man nur mit einer halben Tankfüllung losschickt. Ohne jeglichen Willen. Zielorientiert. Nur einmal zu gebrauchen. Hallo, Mami. Oh, Schätzchen. Komm her. Nun haben Sie Ihr kleines Mädchen wieder, Mrs. McAfee. Was ist denn passiert? Nichts Kleines. Code geknackt. Endlich. Ich bin dran. Ich bin dran. Breite 28 Grad, 12 Minuten. Länge 40 Grad, 39 Minuten. In unmittelbarer Umgebung, Sektion 238. Wir haben den Teleport. Was ist das? Ihre Transportmöglichkeit, die wie auch immer getarnt ein Energiefeld erzeugt, in dem eine negative Kraft den Landeplatz erdet. Wir haben keine Ahnung, wie es aussieht oder was es überhaupt ist, aber wenn wir ihn zerstören, müsste es zu einer irreversiblen Reaktion führen, die Ihre Flotte zurückführt. Als würde man den Minuspol einer Autobatterie abklemmen. Kein Saft. Die erleben eine Riesenüberraschung, wenn sie ihre Schiffe auf der anderen Seite nicht mehr rauskriegen. Welche Schiffe? Schiffe? Die Invasion, Außerirdische. Der Zeitpunkt ist 021500, laut Programm. Das entspricht 19.15 Uhr morgen Abend. Sehr gut. Speicher es auf Diskette. Ruf Mason an. Verabrede mit ihm ein Treffen. Wer ist Mason? Aus Washington, unser Kontaktmann. Er ist hier. Es ist zu gefährlich, das Zeug auf elektronischem Weg zu senden. Wir müssen es persönlich übergeben. Was wird das uns? Sie haben Ihre Aufgabe hier erfüllt. Sie und Tammy bleiben mit Madeline hier. Das hier ist im Augenblick der sicherste Ort. Und ich brauche eine Krawatte. Samuel, Sie kommen mit uns. Wenn Sie diesen Typen kennenlernen, werden Sie vielleicht begreifen, dass wir doch nicht so verrückt sind. Nach der Übergabe werden wir die Mädchen aus dem Hauptquartier holen und nach Washington fahren, okay? Und jetzt verteilt euch! Los, los, los! Verteilt euch, los! Mason! Mason! Emmett! Schön, Sie wiederzusehen, Emmett. Die Datencodes haben die Position Ihres Teleportgenerators und Ihre Ankunftszeit ergeben. Jetzt ist alles bereit, genauso wie versprochen. Unser Land, unsere Welt steht Ihnen hierfür in Ihrer Schuld. Mr. Adams, Sie können mit uns kommen. Wir bringen Ihren Fall in Ordnung. Sie sind in Sicherheit. Ich kenne Sie doch gar nicht. Ich bin ein Freund und davon haben Sie zurzeit nicht besonders viele. Sammy?
mich, ich bin's, Ben. Ben! Was ist hier eigentlich los, verdammt nochmal? Unglücklicherweise stehst du auf der falschen Seite. Ich will dich aber bei uns haben. Das ist doch keine Antwort! Es wird sich alles bald ändern. Wir werden der Welt Stabilität bringen und davon können wir wahrlich ein wenig gebrauchen. Stopp! War es nötig, sie umzubringen? Das ist unwichtig. Diese Sache ist wichtiger als diese Leute da und du... Wieso hast du sie umgebracht? Er war es nicht, mein Freund. Ich war es. Nein, hören Sie auf, verdammt nochmal. Was soll denn dieser Wahnsinn? Wir haben doch, was wir wollten. Patrioten. Minuteman 1776. Die Bausteine der modernen Gesellschaft, ha? Binärcode, warum nicht? Wir haben schon alles andere versucht. 0101. Hm? 9mm Munition. Ja. Sam, das ist doch verrückt. Was hast du denn vor? Was ich vorhabe? Ich habe keine Ahnung. Deine Tochter wurde einer Gehirnwäsche unterzogen. Mein Partner hat versucht, sie zu töten. FBI-Agenten wollen uns umbringen. Und jetzt, um allem die Krone aufzusetzen, muss ich annehmen, dass mein Onkel irgendwie daran beteiligt ist. Und nun sag mir, was verrückt ist. Außerirdische. UFOs, Entführungen, Implantate. Ich habe einen Zünder und Plastiksprengstoff. Ja, das ist gut. Ich werde jetzt einfach losgehen und die Wahrheit rausfinden. Sie kann nicht viel verrückter sein als alles bisherige. Das ist ein wunderschönes Bild. Danke. Süße, komm her. Du musst auf deine Mama aufpassen, einverstanden? Ja, bis bald. Na los, rein mit dir. Pass auf deinen Kopf auf. Der Sicherheitsgurt. Okay, mach's gut, Sam. Ihr Name ist Darlene Darlington, okay? Sage, dass ich euch geschickt habe. Dort seid ihr in Sicherheit. So ein Gefühl habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Dann gib mir ein letztes Versprechen. Alles, was du willst. Finde uns. Ich verspreche es. Mein Glückwunsch, Senator. In weniger als 7 Stunden werden Sie der erste Präsident des erstmals wirklich vereinigten Planeten Erde sein. Und Sie werden keine Kaffeegesellschaften im Weißen Haus geben und Gäste im Lincoln Room übernachten lassen müssen. Mr. Falk, diese Schiffe scheinen hauptsächlich Kriegsschiffe zu sein. Mir sagte man, es wären in erster Linie Transportschiffe. Ich glaube, es war Ihr Präsident Teddy Roosevelt, der einst sagte, tritt leise auf, aber trag einen kräftigen Stock bei dir. Seien Sie unbesorgt, Senator. Unser Mandat wird auf allgemeine Zustimmung stoßen. Wir bevorzugen, die Infrastruktur intakt zu halten.
Und was ist, wenn wir den totalen Krieg nicht verhindern können? Dann wird die Menschheit verlieren. Und zwar endgültig. Stehen Sie immer noch auf unserer Seite, Senator? Wenn Sie kein Interesse mehr haben sollten, bleiben mir immer noch 6 Stunden, um einen neuen Kandidaten zu finden. Ich stehe auf Ihrer Seite. Wie bitte? Ich stehe immer noch auf Ihrer Seite. Gut. Einen Politiker zu implantieren scheint fast überflüssig zu sein. Was meinen Sie? Warum? Wird er Ärger machen? Nein. Wir werden ihn nach der Invasion nur ein wenig zurechtstutzen. Was ist mit Adams? Was ist mit ihm? Ich mag keine unerledigten Sachen, Sir. Dann beseitigen Sie ihn. Aktivieren Sie die restlichen Implantierten. Falls nötig. In Ordnung, Sir. Oh. Sir. Hier ist ein Geschenk für Sie. Das hier ist Hank Williams. Ich habe von ihm erzählt. Das ist sehr aufmerksam, Agent Naples. Wirklich. Danke. Gern geschehen. Hast du so ein Ding schon mal bedient? Nein, aber ich kann die Gebrauchsanweisung lesen. Kommen wir langsam näher? Das kann ich nicht sagen. Mach schneller. Ich komme langsam dahinter, bald hab ich's. Okay, mach schon, Baby. Also gut, bieg die nächste rechts ab. Genau hier. An der nächsten Kreuzung dann links. Okay, verlangsamer, langsamer, geradeaus. Es müsste in 100 Metern kommen. Genau hier. Eine Satellitenantenne? Ich habe die Zahlen für den Längengrad falsch eingegeben. Es ist doch nicht so leicht wie Angeln. Er wurde möglicherweise östlich von Bellevue auf dem Highway 51 gesehen. Er muss gewendet haben. Wir haben ihn verloren. Kommt schon, ihr könnt sie nicht verlieren! Ihr könnt sie nicht verlieren! So eine Scheiße! Hier spricht Naples. Alarmruf Code 510. Alle Implantierten in Sektion 238 aktivieren. Los! Meilen nach Osten. Stopp! Was denn? Ist es diesmal eine Radioantenne? Nein, setz zurück. Los, setz zurück. Ich setz ja schon zurück. Soll ich dir was sagen? Wir sind heute schon 3-mal an diesem Tor vorbeigekommen. Prüf die Magazine. Ja. Ah.
beschäftigt, melden Sie sich beim Sektionskommando. Aktivieren Sie Einheiten 17 bis 21. An alle Beschäftigten, melden Sie sich beim Sektionskommando. Aktivieren Sie Einheiten 17 bis 21. Das ist keine Übung. Gewehr fallen, Sam! Sofort! Darüber! Darüber! Sofort! Nummer 71996017474. Ich habe Sam Adams am Ende der Zufahrtsstraße zur Anlage. Er hat Sprengstoff bei sich, um sie in die Luft... Oh mein Gott! Nummer 71996017474, bitte... Madeline, sieh mich an! Ich kann nicht anders, Sam! Kämpf dagegen an! Das kann ich nicht! Das kannst du! Sieh mich an, wehr dich dagegen. Nein, nein! Kämpf dagegen, Madeline. Ich kann nicht. Du kannst es. Tut mir leid. Nein! Was hast du getan? Verstärkung ist unterwegs. Nummer 71996. Was haben Sie mit dir gemacht? Sind Sie noch da? Was hast du getan? Sind Sie noch da? Nummer 71996017474. Sind Sie noch da? Antworten Sie bitte. Sicherheitsüberprüfung der Generatoren 1, 5, 7 und 9 durchführen. Sicherheitsüberprüfung der Generatoren 1, 5, 7 und 9 durchführen. An alle Beschäftigten, fahren Sie mit der Überprüfung des Systemzustandes fort. Letzte Anflugkontrolle. Letzte Anflugkontrolle. Sicherheitscheck Laufwerk 1 okay. Sicherheitscheck Laufwerk 2 okay. Okay, konfiguriere das Format von Laufwerk 1 und von Laufwerk 2. Alles klar. Sicherheitsüberprüfung. Korridor T, alles klar. Korridor T, alles klar. 10 Minuten bis zur Teleportation. Generatoren 1 und 5 anwerfen. Wie läuft's? Alles klar. Generatoren 3 und 7 anwerfen. Generatoren 3 und 7 anwerfen. Teleportation. Generator 4 anwerfen.
Was gibt's denn da für ein Problem? Eine planmäßige Wartungsarbeit? Eine Reparatur? Welche Art von Problem haben Sie? Wir haben hier 10 Bar Druck auf einem Achterventil. Soll das Gebäude etwa hochgehen? 4 Minuten bis zur Teleportation. Alle Generatoren. Ich vermute da ein größeres Problem. Diese Bombe. Geben Sie mir den Zünder. Geben Sie mir den Zünder, Sammy! Den Zünder! Sammy, ich hätte Ihnen Dinge erzählen können. Dinge über Ihre Frau. Sie war meine kleine Lieblingsimplantierte. Aber es hat nicht funktioniert. Nein, es hat einfach nicht funktioniert. Also verlieren Sie schon wieder, Revolverheld. Sie verlieren schon wieder! Teleportation. 10 Sekunden bis zur Teleportation. 9.
Emmett wurde tot aufgefunden. Genauso wie Mason. Anscheinend hat jemand ihre Informationen für seriös gehalten. Und wir haben auch die Bestätigung erhalten, dass die intergalaktischen Signale, die wir empfangen haben, verstummt sind. Funkstörungen. Zahl der Todesopfer und Verletzten ist noch nicht bekannt, da das Feuer, das durch die Explosion ausgelöst wurde, noch nicht gelöscht werden konnte. Wir werden Ihnen weitere Neuigkeiten von der Unglücksstelle bringen, sobald zusätzliche Fakten bekannt werden. Außerdem scheint heute die Festnahme von Detective Sam Adams durch die Behörden in der Umgebung seines Hauses in Springfield unmittelbar bevorzustehen. Zusätzliche Polizeikräfte von örtlichen Bundeseinheiten sind vor Ort eingetroffen. Adams wird immer noch wegen Mordes an drei Polizisten sowie der Entführung von Carol und Tammy McAfee gesucht. Mr. Adams ist es bisher gelungen, sich verstecken zu können. Sie wären hinter dir her. Ich hatte solche Angst. Ich musste doch mein Versprechen einhalten. Außerdem hat man nicht jeden Tag die Möglichkeit, die Welt zu retten. Unverändertes Wetter am Donnerstag und am Freitag. Für das Wochenende erwarten wir Sonnenschein. Gestern Nacht kamen die Einwohner des mittleren Illinois in den Genuss des Meteoritenschauers des Jahrhunderts. Experten bezeichneten ihn als ein astronomisches Phänomen. Es sah aus wie eine Mischung aus einem Unabhängigkeitstagsfeuerwerk und einem Computerspiel. Wie immer der Einzelne auch reagiert haben mag, jeder, der dieses kurze, aber grandiose Schauspiel miterleben konnte, wird sich noch lange daran erinnern. Future. Whoa.